Oh, Ostern-Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Stream heute mit Minecraft Yoshi's Survival an diesem wunderschönen Ostersonntag. Das Wetter ist richtig schön, also würde mich nicht wundern, wenn ihr lieber draußen seid, als vor dem Bildschirm zu sitzen. Ich werde das nachher auch noch definitiv tun. Das heißt, mich vor ein wenig an die Luft begeben, natürlich mit Abstand zu anderen Menschen. Auch nur, also ich sag mal so in die nächstgelegene kleine Parkanlage mal schauen. Wenn da nicht allzu viel los ist, dann kann man sich da mal ein bisschen bewegen, wenigstens ein bisschen Sonne tanken. Aber ansonsten versuche ich mich an das zu halten, was im Allgemeinen so gesagt wird. Jetzt bin ich schon wieder bei einem Thema, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. So, also wie gesagt. Ostern und ich hoffe, ihr genießt den heutigen Tag in vollen Zügen. Und ja, ich möchte heute irgendwas total Unbestimmtes machen. Das heißt, ich habe einfach nur Bock, irgendwie was zu machen in Minecraft. Ich weiß noch nicht genau was. Ich werde mich einfach mal so treiben lassen und mal schauen, wo es denn so hingeht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in Game und sehen mal, was so passiert. Okay. Ich bin derzeit noch bei mir im Labor hier, wie man sieht. Ich könnte vielleicht mal, genau, das wäre vielleicht auch mal eine Sache, die ich in Angriff nehmen könnte, weil ich habe mit Sicherheit draußen wieder sowas Kompliziertes wie Honig angebaut. Beziehungsweise die Bienen haben es mit Sicherheit schon wieder irgendwo hier bei mir abgeladen und die sind sogar voll, die Stöcke, siehst du? Das ist ja mega. Lass uns das einfach mal hier abholen. Weiß, Honigwabe wäre zum Beispiel auch eine Sache, die nicht schlecht wäre. Aber der Honig, also der flüssige Honig, eignet sich hervorragend zum, also als Speise natürlich, zum einen. Und zum anderen halt zusätzlich noch als Giftheiler. Ich erwähne das nicht zum ersten Mal. Es ist sehr, sehr praktisch. Boah, ist das hier am Ruckeln? Was ist denn los? Wow. Das ist jetzt aber irgendwie doch schon mega krass. Glaube, ich habe den Fehler gefunden. Einen Moment. Jetzt aber sollte das gleich ein bisschen flüssiger werden hier in das Ganze. So. Na, so nach und nach. Ich denke, das wird noch ein bisschen brauchen, bis sich das Ganze erholt. Die liebe PlayStation ist angewiesen, macht wahrscheinlich gerade irgendwelche Updates oder hat zumindest versucht, irgendwelche Updates zu machen. Und deswegen wurde hier mein... Ah, jetzt wird es schon langsam etwas flüssiger hier. Hervorragend. Das ist natürlich klar, dass dann natürlich ein bisschen hier alles ausgebremst wird. So.
könnte ja mal wieder ein bisschen hier meine schönen Netherwarzen hier mal ernten. Zumindest einen Teil davon. Was ist denn heute los? Es ist heute wieder wahnsinnig viel. Irgendwie kann das sein, dass heute sehr, sehr viele Menschen bei Minecraft Realms am Zocken sind. Ist doch. Es ist wirklich sehr, eine sehr niedrige Framerate habe ich hier. Wenn ich das richtig sehe, einstweilen nur bis zu 3 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich heftig wenig. Könnte natürlich auch ein bisschen mit meiner Infrastruktur hier zu tun haben, die ja sehr umfangreich ist. Aber wir werden es erleben. Also ich werde hier das Feld, das will ich jetzt noch eben abernten. Und dann gehe ich mal woanders hin. Ich gehe mal einfach ein bisschen weiter weg hier von meinem Lager. Ich denke, dass ich da dann ein bisschen bessere Framerate einstellt. Ja. Anbauen muss ich natürlich noch, logisch. Ja. Ja. Wann ist denn bei euch Eiersuchen dran? Also die, die es machen. Die, die es noch machen, sie meinen. Das macht ja nicht jeder, ne? Gibt, ja, ich sag jetzt mal einfach gewisse. Ich sag jetzt mal, gewisse Altersklassen, da macht das noch richtig Spaß, ja. So irgendwann kommt man ja auch so ein bisschen raus, denke ich mal. Also die Kinder kommen raus, ne? Und aus dem Alter, wo es dann um Eiersuche geht. Und wenn die dann nicht mehr an den Osterhasen glauben, dann macht es natürlich auch nicht mehr so viel. Spaß meistens. So. Ich glaube, die schlimmste Erkenntnis, die jedes Elternteil irgendwann mal hat, also ich kann das jetzt nicht sagen, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich keine eigenen Kinder habe, aber egal, auf jeden Fall denke ich, jedes Elternteil wird also einen ganz bestimmten Punkt haben, an dem es denkt, oh, mein Kind groß geworden. Spätestens, wenn er sagt, ich glaube nicht mehr an den Osterhasen oder ich weiß, dass du das bist. Spätestens dann wird das wahrscheinlich ein wenig, ja, da kommt so eine gewisse Erkenntnis. So, ich sehe das halt auch so ein bisschen an den Kindern meiner Freunde, wie sie so entwickeln halt und ja, wie die halt, sag jetzt mal so nach und nach aufhören, an solche Sachen zu glauben und dann halt, also da wird nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt, da wird nicht mehr an den Osterhasen geglaubt. Da gibt es, ja, ich sag jetzt mal, da geht einfach die geistige Entwicklung so weit. Ja, und dann sieht man die ersten, die 18, 19, 20 werden und denkt sich nur, meine Güte. Ist der Wahnsinn. Was ich damit sagen wollte, man fängt an, sich alt zu fühlen, oder? Ganz ehrlich? So,
Ich muss mal eben hier was anklicken. Irgendwas wurde behoben. Wurde behoben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwas wurde gerade behoben. Gut, das ist so. Ich habe ja hier noch einen kleinen Laptop stehen, brauche ich da hier noch so ein kleines Kontrollbild laufen habe, damit ich sehe, ob der Stream läuft. Deswegen. Ja. Kriegte ich gerade eine riesen Anzeige, dass irgendwas behoben ist. War jetzt auch egal. So, ich gehe auf jeden Fall hier erstmal weg. Das wird mir jetzt so ruckelig. Ich möchte. Wo möchte ich denn hin? Komm, ich gehe jetzt Eier suchen. So, ich will auch Eier suchen gehen. Geh mal zur Wüste, weil da gibt es Hasen. Und wo Hasen gibt es, da gibt es auch vielleicht Eier. Nein, gibt es nicht. Eier gibt es nur bei Hühnern hier, aber egal. Mal hier durchflitzen. Und meinem Telesporter. Zack. Sagen, ich bin aber eigentlich noch alleine hier. Oh, guck mal. Bin ich vom Lager weg, ist das schon wieder flüssiger hier. Ist ja Wahnsinn. Was das so in Anspruch nimmt. Habe ich bestimmt irgendwas vergessen auszumachen. Keine Ahnung, hier jetzt Ofen auffüllen beim. Ich habe doch so einen Aufzug eingebaut, um aus dem Ofen, in den Ofen wieder Bambus einzufüllen. Vielleicht habe ich den noch an oder so. Ah, das werde ich zu einer anderen Zeit überprüfen. Ich suche meinen Teleporter zum Wüstendorf. Ist das irgendwo gesehen, das Teil? Hm. Da zum Beispiel. Oh, hier war ich ultra lange nicht mehr. Mal gucken, wie es den Dorfbewohnern geht. Oh! Was mit dir passiert? Der sieht zugewachsen aus. Boah. Roten Augen. Wuhu. Okay. Der sieht ja krank aus, ey. Noch so einer. Ah, guck mal. Die stehen auf der Dachterrasse rum. Hallo Jungs. Komm ich mal besuchen. Na, coole Aussicht hier oben. Hey, hey. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich doch gar nicht. Tut mir leid. Was habe ich auf den geschossen? Auch das noch. So, was kann ich denn hier tun? Oh, guck mal, der hat Enderperlen. Der Erfahrungsfisch. Hm. Ich weiß, was ich mal wieder tun könnte. Ich könnte mal wieder so ein paar Sachen hier einlösen. Vor allem aus verrottetem Fleisch Smaragde machen. Aber das geht irgendwie noch nicht. Da muss ich wohl noch eine Zeit mich hier aufhalten oder so. Ja? Damit das wieder freigeschaltet wird. Oder ich muss erstmal noch zwischendurch was anderes kaufen. Das kann natürlich auch sein. So. Da ist die Weide. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Wüste gehen. Genau. Weil das ist jetzt hier Steppe. Ich weiß gar nicht, warum ich das Wüstendorf genannt habe. Eigentlich ist es Steppendorf. Also der Seite. Denn wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann sehe ich, dass das auf der Flussseite ist, wo Steppe ist. Und auf der anderen Seite ist nämlich erst die Wüste da. Ach,
die uralte Bahnlinie hier. Meine Güte. Oh ja, ach so. Ich habe übrigens was umgestellt. Und zwar habe ich die... Ich hatte das ja immer auf easy. Also die Welt, die stand von vornherein auf easy. Ach was, das ist natürlich beim Bauen nicht so stört, wenn dich Mobs angreifen. Und, ich habe aber mal den Schwierigkeitslevel etwas erhöht und habe jetzt gesagt, ich spiele auf heavy, also auf schwer. Und einfach nur, weil ich halt sage, ich will mal ein bisschen Herausforderung hier haben. Man sieht auch, dass die Pfeile von diesem ollen Gedöns hier, warte mal. So, das ist weg. Die machen schon ganz gut Schaden. Normalerweise machen die nicht so viel Schaden an mir. War still. So. Haben wir. War hier noch irgendwo ein Skelett da hinten? Ist natürlich sinnvoll, wenn ich die jetzt vom Weiten kille. Mal wieder so ein Stück Fisch essen hier. Ah, siehst du, da hast du nämlich auch solche Dinger da oben. Ein Skelett mit einem verzauberten Bogen, siehst du das? Das gibt es nämlich sonst auch nicht. Sonst gibt es nämlich immer nur Skelette mit maximal mit normalen Waffen, also mit einem normalen Bogen. Genauso wie andere Mobs dann, die lassen auch teilweise verzauberte Rüstungsgegenstände dann fallen. Finde ich also sehr gut. Was machen die denn da? Angriff aufs Dorf oder was? Deswegen habe ich eine Mauer drumherum gebaut. Damit ihr... Oh je. Ist lustig. So, siehst du. Was hat der denn fallen lassen? Nur Fleisch oder noch mehr? Der hat nur Fleisch fallen lassen. Okay. Also, siehst du, das haben wir auch geschafft hier. Eine Nacht wieder überstanden. Allerdings tatsächlich mit, ich habe keine fette Rüstung. Ich habe es allerdings mit mehr Schaden überstanden als sonst. Also normalerweise... Gehen mir so ein paar Pfeile eigentlich total ab hier. Passiert eigentlich überhaupt nichts. So. Eisenbarren ist gefallen. Oh, guck mal. So einiges gefallen. Hier sieht man meinen einen Sandsteinbruch. Ich habe den gut versteckt. Das heißt, ich habe das so gemacht, dass man das nicht so sieht. Ja, an der Stelle. Hab den so ein bisschen versteckt hier im ganzen Gewusel. Das heißt, das Riesenloch in der Wüste sieht man erst, wenn man direkt davor steht. Oder halt von der anderen Seite schaut. Habe ich halt ganz bewusst gemacht. Weil ich halt diesen schönen Wüsten-Look hier nicht zerstören wollte. Wenn man von Dorf aus direkt auf so eine Brachlandschaft guckt, ist das auch nicht toll. Von hier aus sieht man den, ne, und von vorne hier sieht man den nicht. Ich war am Überlegen, ob ich hier auch noch so eine Wand reinziehe. Das könnte ich eigentlich mal machen. Genau. Ich habe das ja mal überlegt. Ich könnte eigentlich hier mal so eine Sandwand hier noch reinziehen. Ja, das mache ich. Mal so ein bisschen Sand hier oben weg.
und werde den nochmal so ein bisschen tarnen, dass man den vom Weg aus nicht so sieht. So, natürlich kann ich auf dem Rückweg dann später auch noch ein bisschen Sand mitnehmen, das bietet sich natürlich an. Oh, guck mal, ein ganzes Eisenerz war da noch im Boden vorhin. So, und jetzt werde ich direkt hier so eine Sanddüne aufschütten. Nein. Wenn man dann hier lang läuft, dann sieht man das nicht so. Naja, gut. Man sieht es dennoch, aber man sieht es nicht so extrem, ne? Okay. Habt ja recht. Da müsste ich eine richtige Wand bauen hier. Eine richtig fette Wand müsste ich dann hier reinzimmern. Das will ich natürlich auch nicht. Aber so ist das schon ganz gut, glaube ich. Oh, kommt hier hochgelaufen, zip zap. Wenn man jetzt hier lang läuft und guckt nach rechts rüber, dann sieht man eigentlich bis auf ein so ein kleines Stück hier, sieht man eigentlich nur Wüste. Wenn es näher kommt, dann natürlich. So ist das schon ganz gut geworden. So, siehst du, einen kleinen Nutzen haben wir doch noch hier. Nicht nur rumlaufen und Quatsch machen. Hier müsste es doch eigentlich auch Hasen geben, oder? Ich meine, in dieser Wüste gab es Hasen. Wir sammeln keine Eier, wir sammeln Osterhasen. Die man sonst überhaupt nicht bekommen kann. Also ich hab immer versucht, mit dem Schwert so ein Vieh zu fangen. Also stelle ich mich zu blöd an dazu dabei oder ich finde das sagenhaft schwer, die Dinger zu treffen. Oh. Bin jetzt aber leicht. Hing irgendwie fest. Okay, eigentlich wollte ich mal zeigen, wie schwer das ist, so ein flüchtendes Vieh. Naja, egal. Es wollte nicht flüchten. In der Sanddüne festgesteckt oder so. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Kaninchen. Kann man damit denn irgendwas machen? Ich dachte, das Rezeptbuch. Mal reinschauen. Irgendwas muss das ja auch gut sein. Flüchtet schon. Boah, sagenhaft, ne? Es ist echt schwer, die Viecher zu treffen. Der Hase war klug, der hat sich erst versteckt und naja, gut, dann ist er doch weggelaufen. Oh, da geht's aber tief runter.
Das Loch kenne ich noch gar nicht. Hallo? Wo geht's denn da hin? Kuckuck. Tief, wollen wir da reinspringen? Mal gucken, was da noch so für Easter Eggs warten. Ups. Aua. Ja, schwarze Eier. Kohle. Eierkohlen warten hier noch. Ein bisschen Licht habe ich auch noch mit dabei. Guck mal. So. Sache. Da komme ich dran, da komme ich nicht mehr dran. Ne? Dann baue ich mir doch mal hier so ein bisschen Sand drunter, dann komme ich da dran. So. Ich hoffe, dass ich nicht da gleich irgendwie oben durch den Sandstein durchbreche und dann hier von Sand begraben werde. Was ich mache. Finde ich auch so ein kleines Risk. Aber an sich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch mehr Schaden nehme, wenn ich von Sand begraben werde. Das steht ja jetzt auf schwierig. Nicht wahr? So eine Erfahrung bringen hier, ne? So, zack. Ash, wollen wir eben gucken. Difficulty. So. Ja, die Schwierigkeit ist schwer. Ist das. Denn hier das Ding schon abgebaut? Ja, gut. Wie weit geht denn diese Höhe? Oh, Creeper. Creeper sind ganz böse. Ganz böse, ganz böse jetzt. Und Creeper, der nimmt mir mal eben das halbe Leben weg. Das ist echt Wahnsinn. Was die jetzt für einen Schaden machen. Aber habe ich schon Explosionsschutz und so drauf? Musst du dich dann ganz dicht. Oh, boah, was ist los? Das meinte ich. Bin ich denn jetzt hier? Habe ich irgendwo die Decke zum Einsturz gebracht, wo es eigentlich noch schick aussehen sollte? Jetzt muss ich mal eben noch eben gucken, wo ich bin. Oh je, oh je. Gar nicht mal so gut. Na gut, was willst du machen? Ist halt passiert, ne? Wieder hochdrücken kannst du den Sand nicht. Es sei denn, du baust oben eine Decke rein und machst dann. Oh, das könnte ich. Nee, lass mal. Komm. Lass mal so, passt schon. Natürliche Erosion. Hier bin ich. Da komme ich dann wieder raus. Cool. Na sowas. Jetzt habe ich hier schon so viele Hasen gejagt und noch kein Ei gefunden. Auch noch so was? Oh, ganz viele. Noch einer. Noch einer. Krass. Die im Haken schlagen sind.
Wenn die sagen, hat schwer zu treffen. Ich habe es auch noch nicht geschafft, Hasen einzufangen und zu mir zu bringen. Das soll wohl auch gehen. Ich müsste mal gucken, wie das geht und was die so fressen. Aber das ist ein ellenlanger Prozess, weil ich muss die ja erstmal zu mir hinbringen. Dafür muss ich dann den kompletten Weg praktisch diese Hasen zu mir locken. Das könnte etwas dauern. Der Weg, also wenn man zu Fuß läuft, ist man, ja, sag mal gut, eine Viertelstunde, 20 Minuten unterwegs. Aber auch nur, wenn man rennt. Zwischendurch. Das heißt, wenn ich natürlich hier die, die Hasen dahin locken wollen würde zu mir, ey, das ist ein verzauberter Bogen gedroppt, cool. Dann müsste ich natürlich den Weg langsamer laufen. Ein Bogen mit Stärke 2. Salah. Ist ein Enderman? Was macht denn der für Schaden? Wow! Wenn der hinschlägt, da wächst aber auch kein Gras mehr. Krass. Da hinten abgeraucht. Im Hinlaufen. Hey Jungs. Hallo? Was ist denn hier los? Oh, machen die jetzt viel Schaden. Und nicht wahr? Boah, krass. Okay, also Herausforderung ist gestiegen, definitiv. Dadurch, dass ich das jetzt auf schwer stehen habe. Nett. Wo ist denn? Oh, 3! Nein! Jetzt kommen die schon zu dritt, zu viert. So, sonst noch was? Oh, Skelett ist auch noch da. Ich werde bekloppt hier. So, sonst noch einer ohne Fahrschein? Essen. Okay, here she goes, Survivor, the next level. Passt. Nicht schlecht. Okay, das heißt, ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt annehmbar, sage ich mal, an mein doch sehr weit gestiegenes Level inzwischen angepasst. Will ich erstmal hier so ein bisschen auf Distance, hoffe ich. Ein paar nicht erlegen. So ein Zombie. Der mich vergiftet. Ah, so, der hat mich vergiftet. Könnte ich gleich mal was ausprobieren. Oh. Okay, jetzt kommen aber... Oh, jetzt kommen aber viele hier. Warte mal. Mal ganz schnell hier hoch. Mal ganz schnell was auf die Leiste legen. So. Und dann muss ich die erstmal wegkloppen hier. Irre. Ich muss hier weg. Boah. Ein Stück laufen gehen hier. Oh, jetzt kommt noch ein Skelett dazu. Hilfe.
So. Doch gar nicht. Okay, Mann. Geh mal hier so in die Talmulde. Da werde ich dann wenigstens nicht von ganz so vielen behelligt. Gebt ihr natürlich immer noch so eine Waffe mit, ne? Also irgendwo den Viechern, indem ich die anzünde. Noch mehr. Von allen Seiten kommen sie jetzt hier angeschissen. Ist noch einer in der verzauberten Rüstung? Irre. Kriege ich mal Zeit zum Regenerieren hier oder? Oh, was gegen Gift? Und ja, Zeit zum Regenerieren ist wohl nicht. Da kommt schon wieder einer. Zwei, drei, wie auch immer. Puh, irre, 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 irre. Boah, da kommt noch einer in der Diamantrüstung. Und nicht nur einer. Ein Stück weglaufen. Das Essen. Irre. Verzauberte Rüstung hier noch. Irre. Verzauberter Goldbeinschutz. Schnell was essen. Irgendwie scheint das überhaupt nicht zu wirken, das Zeug. Einer. Eine Invasion hier. Invasion. Boah. Also das war nicht schlecht. Das war jetzt Karma, bestimmt, weil ich Hasen gejagt habe. Ostern. Puh. Prost, Kaffee. Irre, oder? Und die Tintenfische da synchron schwimmen, guck mal. Seht ihr das? Gehen auf der Stelle und drehen sich im Kreis. Das sah gerade echt cool aus. Drei Titten da, da siehst du? Ne, jetzt doch nicht. Jetzt schwimmen sie wieder kreuz und quer. Sah gerade witzig aus. Aber Tintenfische könnte ich auch noch gebrauchen. Und essen. So, mein Leben wieder. Auf einen guten oder vielmehr hier überhaupt wieder auf irgendeinen Stand zu bringen. Bisschen auffüllen. Wie viel Platz habe ich denn noch im Inventar? Ja, so ein bisschen Tintenfischzeug kann ich noch sammeln. Sehr schön. Mache ich das doch mal.
Auf dem Weg ins Dorf, also ein bisschen Tintenfischgedöns sammeln hier. Zum Beispiel. Komm her, komm. Ach, guck mal, da sind ja auch noch. Da kann ich meinen, wenn ich mit dem Schwert dran gehe, zack, gibt es direkt gebratenen Fisch. Treffen musst du allerdings. Ach, super. Lass mal wieder ein bisschen meinen Lebensmittelvorrat hier auffrischen. Er ist doch irgendwie stark gesunken. Machen das mal anders. Stopp. Irgendwie bin ich überfüllt. Ich werde das mal nach da tun, das nach da, das nach da und das nach da. So passt das. Dann noch eben die restlichen Tintenfischis hier jagen. Unsere Tintenfischfarm funktioniert ja nicht mehr. Also um in schwarze Farbe zu kommen, muss ich jetzt selbst auf die Jagd gehen sozusagen. Falls jemand weiß, warum eine Tintenfischfarm, die vorher funktioniert hat, das heißt Spawn auf Meereshöhe und so weiter, also die üblichen Parameter, die man kennt, so wäre so die... Er kann mir vielleicht sagen, wieso diese Tintenfischfarm jetzt nicht mehr funktioniert. Oder braucht man dafür einfach eine größere Wasserfläche inzwischen? Das kann natürlich auch sein. So, sehr gut. Dann werde ich mal zum Landungssteg am Dorf. Der war Wahnsinn. Also, wenn die Mobs jetzt überall so stark sind, dann weiß ich, warum die so mitgenommen aussehen hier. Zugewachsen. Könnten die ruhig mal ein bisschen sauber machen, ne? So, dann gehen wir einmal hier rein. Nehme mal eine. Eine Schulkerkiste. So. Da kann ich jetzt ein bisschen was reintun. Zum Beispiel. Den Beinschutz mit... Ach, guck mal. Der hat sogar Feuerschutz drauf gehabt, der Mob. Weil ich mit Feuer angreife. Super. Ach so. Das sollte eigentlich bei mir bleiben. Was tue ich denn hier alles raus? Die Kohle tue ich raus. Wand tue ich raus. Phantomhaut, Enderperle, Hütchen. Und einfach alles raus, was ich hier so rumfliegen habe. Volle Stacks habe ich ja sowieso nicht. Da, die Flasche kann ich auch raustun. Honigflasche. Viel Honig verbraucht. Aber das hat irgendwie gegen das Gift nichts gebracht, ne? Angeblich sollte das doch entgiften, das Zeug. Schon sehr merkwürdig. Nicht funktioniert. Gut. Müssen wir durch. Dann gehen wir nochmal in die Wüste. Wohl. Na komm, ich schnapp mir jetzt mal hier so eine Lore, bau die hier drauf. Zack, ich hab mal Bock wieder ein bisschen zu fahren hier. Immer nur laufen, Quatsch, immer nur porten ist auch irgendwie blöd. Wofür habe ich denn die Bahnschienen hier?
Hey, cool. Ich kann beim Fahren sogar auf Sachen schießen. Wusste ich ja gar nicht. Das eröffnet ja vollkommen neue Möglichkeiten, ne? Naja, ich kann darauf schießen, aber ob ich was treffe, ist die Frage. Aber das wäre doch mal was. Wir machen, wir bauen so einen Schießstand und da muss man dann durchfahren und muss dann aus dem fahrenden Wagen so Scheiben treffen oder so. Das hätte doch was. Habe ich schon ultra lange nicht mehr. Bahn fahren. Durch den Sumpf. Hier war ich auch schon wahnsinnig lange nicht. Schafe, jetzt müssen da oben noch so ein paar Lamas kommen. Jetzt wieder durch den Tunnel. Es ist also zwischen dem Wüstendorf und meiner Heimat sind sehr, sehr viele Berge. Deswegen gibt es natürlich Tunnel. Natürlich auch, das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man das so in Serpentin so nach oben gebaut hätte. Ne? So. Das hätte bestimmt auch cool ausgesehen. Aber jetzt haben wir Tunnel. Was immer, wenn man auftaucht, stellt man fest, oh, wieder eine andere Landschaft. Was essen? Oh, ja, guck mal. Was ist passiert? Ich hab doch nur was gegessen. Bin ich ausgestiegen? Wo ist denn die Lore? Also, ich dachte schon gerade, jetzt bin ich hier gestrandet mittendrin ohne Lore. So, weiter geht das. Sehr cool. Ja, die Gänge, die habe ich ursprünglich mal höher gemacht, damit man den Weg reiten kann. Also, erst war der Gang einmal zwei hoch. Also, ne, zwei hoch, ein breit. Ne? So, dann konnte ich halt durchlaufen. Dann habe ich mir überlegt, du hast ja jetzt Pferde. Du könntest den Weg ja auch reiten. Das geht schneller. Und nach dem Reiten kam dann die Idee mit der Bahnlinie. Ja, dann habe ich da halt noch eine Bahnlinie eingebaut. Wieder mal. Deswegen ist der Gang so hoch. Ah, jetzt kommen wir unter dieses Creeper lang. Yeah! Mega. Ich feiere dieses Teil immer noch. Das sieht so krass aus. Ich hatte einen Stop eingebaut. Irgendwie funktioniert der aber nicht so gut, ne? Oh. Irgendwie funktioniert dieses Stop-Teil aber nicht so, wie es soll. Da fehlt ein Gefälle. Also die Knöpfe sind super, aber hätte noch ein Gefälle einbauen müssen. Eins runter, ein gerade und einen wieder hoch. Dann hätte der, wenn er auf dem Gefälle stehen geblieben, na, das können wir ja gleich mal machen. Wir gehen da gleich mal hin und bauen da einen anständigen Stop ein, der funktioniert. Dann wieder was gefunden. Der Hauptbahnhof naht. Yeah. Aus der Perspektive habe ich die Stadt nie gesehen. Das letzte Mal, dass ich hier lang gefahren bin, ist schon ein bisschen her. Zack. Ausgestiegen. Wunderbar.
Ja, dann kann ich ja eigentlich noch mal in die Richtung fahren und da mal so ein Teil einbauen. Mache ich doch. Immer. Mal hier bin. Klack. Da kommt sie. Der sollte mich ja jetzt eigentlich wieder an derselben Stelle ja, aufhalten, sage ich mal. Also für eine Großstadt, die das ja eigentlich werden soll, finde, du bist zu langsam, für eine Großstadt, die das ja eigentlich mal werden soll, finde ich, dass die Häuser viel zu klein sind. Ich sollte mir wirklich mal überlegen, ich habe ja damals so eine Stadt gehabt, meine erste Welt, die ich gebaut habe, da gibt es sagenhaft viele Hochhäuser. Gut, die habe ich natürlich nicht im Kreativmodus, die habe ich natürlich überwiegend im Kreativmodus gebaut. Teilweise im, nur teilweise halt mal im Survival mit, wie heißt das hier, Too Many Items oder so hieß das, glaube ich. Damit habe ich überwiegend gebaut. Aber man könnte ja auch hier mal so ein mega fettes Hochhaus hinbauen. Das hätte was. So, die ist meine und jetzt lass uns doch mal schauen. Also, hat er fünf Antriebsschienen hat er hingebaut. Ich mal einen, die nehme ich mal raus. Einmal, einmal, dreimal. Fünfmal. So. Dann brauche ich. Ich brauche noch zwei normale Schienen, sehe ich gerade. Weil er fünf Antriebsschienen, obwohl, wenn er fünf Antriebsschienen gebaut hat, geht das auch. Machen wir hier so ein Loch im Boden. Ich weiß nur nicht, ob das Signal lang genug ist. Das müssen wir ausprobieren. So. Weiß nicht, wo er den Strom herholt. Den Strommotor von dem Knopf, ne? Okay, das auf, dann mache ich den da weg. So, jetzt muss ich ein bisschen umbauen, umstricken. Da ein Loch, da ein Loch. Da ein Loch. Oder drunter. Die Kohle drauf gebaut hier statt die abzubauen. So eine Verschwendung. So wirklich. Okay. Ich muss mal eben hier ein bisschen was dazu machen. Normalerweise spawnt da nichts drin, aber ich mache das mal wieder zu. So, jetzt brauche ich das Holz, was ich ausgebaut habe. Sollte genau hier reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, plus der da. Und der da kriegt jetzt zwei Knöpfe. Den dahin. Und einen dahin. So. Der ist über, weil damit sind wir ja einen runtergegangen. Das passt. Und jetzt brauche ich die fünf Antriebsschienen. Weiß nicht, ob das Signal ausreicht. Ich meine, Holz hat ein längeres Signal wie. Muss mal hier kurz zwei, drei Gleise wegmachen. Eins, zwei. So, dann mache ich mal zwei weg. Hier hinten mache ich auch mal zwei weg. Das ist einfach nur dafür da, dass die Lore auch stehen bleibt. Dass wir nicht ständig bis zum Hauptbahnhof oder bis zum Wüstendorf durchheizen hier. So. Und jetzt kann ich das testen.
Lore Drupp ein und Gummi. Zack, stehen, auf den Knopf drücke, gehst du weiter. Ja, so geht das. So funktioniert das. So. In die andere Richtung sollte es genauso funktionieren. Einsteigen, anschieben die Lore und volle Pulle. Zack, hängen geblieben. Auf Knopf drücken und go. Ja, super. So muss das. Wobei der bleibt genau auf der Schräge hängen. Ne? Ich könnte das Ganze jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Mache ich auch. Ich nehme mal hier die weg. Die nehme ich weg. Den. So, jetzt brauche ich natürlich noch ein, zwei Steinchen, aber die kriege ich auch noch. So, den hier weg. Hier mache ich die Schienen wieder hin. Ich vermittle jetzt ein bisschen mit den Gleisen hier, nicht wundern. Hier baue ich jetzt noch eine Antriebsschiene dazu. Dasselbe mache ich hier. Ja, da baue ich einfach hier, sagen wir mal, vielleicht noch so ein Stück Antriebsschiene mit ein. Hier kommen zwei normale Gleise rein. Und schon habe ich genug normales Gleis und genug Antriebsschiene. Jetzt brauche ich nur noch Holz. Das hole ich hierher. So. Ups. Das war so nicht beabsichtigt. Ein, zwei. Was ist das denn? Ein Rüstungsteil gefallen? Ich hoffe. Wäre natürlich cool. Also die Gerüsteten, die haben natürlich eine Chance, sowas fallen zu lassen. Jetzt kommt da auch noch einer angestiefelt, das ist ja unglaublich. Er hat sogar ein Rüstungsteil fallen lassen. Auch ein Rüstungsteil fallen lassen. Komm nicht mal ein. Das ist eigentlich eine ganz. Eigentlich ist das cool, weil man kriegt jetzt halt wesentlich eher mal irgendwie verzaubertes Rüstungsteil, weil die Mobs sowas anhaben. Das habe ich natürlich nicht, wenn das Ding auf Easy steht. Ne? Mhm. Da. Schutz 2. Okay, aber das sind halt, das Problem ist halt, man kann die Sachen da nicht runter machen. So, jetzt versuche ich das nochmal. Dann kann ich auf dem Weg auch gleich weiter heizen. Uno momento. Komm her, go. Komm zu mir. So, da muss das hin. Wenn das in die eine Richtung funktioniert, funktioniert es natürlich auch in die andere Richtung. Logisch. Zack. Angehalten. Knopf gedrückt und weiter geschossen. Jo. So geht das. Ja, das mit dem Hochhaus, das muss ich doch mal Revue passieren lassen. Ein Superturm haben wir ja schon da stehen.
Aber wenn schon ein Hochhaus, dann nicht nur so von außen, ne, sondern auch richtig. Also so richtig mit fetter Innenausstattung. Ja, vielleicht so ein Mega-Luxushotel da hinbauen. Obwohl die Hotelbranche geht im Moment nicht so gut, ne? Nicht gut. Oder eine fette Bibliothek. Zeit zum Lesen ist immer, oder? So, ich werde jetzt ein ganz kurzes Päuschen einlegen. Ich bin in 3 bis 5 Minuten wieder bei euch. Und sage bis gleich.